Wartet auf mich! Trimax hat mich runtergeschubst. Da setz dich wieder drauf, mein Hase. Nö, jetzt lauf ich. Okay. So, die rechte Flanke ist die linke? Nein, du gehst runter. Achso, da gab's da Dinos zum Tame? Hier oben ist eine Schildkröte und ein Para. Noch eine Schildkröte, noch eine Schildkröte. Der Para würde Para. Mir gefallen. Und zwei Paras. Wollen wir den Para die Paras nehmen? Waren, wir sind immer so schnell gestorben. Würde ich nicht machen. Okay, dann lass mal so. Da vorne läuft das. Da ist das was Fliegendes da vorne. Guck mal da rechts. Das ist was Fliegendes. Ja, das schnappen wir uns. Nicht, nee, nein, kriegst du von dir nicht. Ja. Gerade weil die fliegen. Den linken okay, zuerst? Ja. Ich glaube, den brauchst du nicht nachrennen. Wo ist ein Trimax? Try? Wo ist ein Try? War nicht eben hinter uns? Hm. Matze? Ja, weil der wird nicht mehr, aber nicht mehr angezeigt. Matze, ich krieg den Raptoren. Zweier. Ja, kannst du mir kontrollieren. Ja, ich kann ihn ja rennen. Einer ist down. Okay, der zweite ist hier. Ja, der hinterher. Okay. Die kam einfach aus dem Nichts. Ich hab Trimax gesucht. Kann es sein, dass die Trimax gekillt haben? Nein, das hättest du gemerkt. So, der eine, ist der andere auch down? Also betäubt? Der andere ist auch down. Der andere ist auch down. Der eine hat jetzt hier erstmal ein Foto gekriegt von mir. Aber wo ist okay. Der andere hin? Scheiße. Hier. Hast du ihn? Ja, Digga. Hier liegt doch, kümmere dich drum. Ja, wo bist du? Siehst du mich nicht auf der Karte? Du siehst nur meinen Namen leuchten. Nein, eben nicht! Hi, hab dich gefunden. Oh, schau, hast du das immer noch nicht angeschaltet? Hier. Und hier noch ist noch eine Kiste. Der wird getamed und der ist am Tamen. Okay, gut. Aber wo ist Tryhard? Ich weiß eigentlich nur zurückgelaufen wegen Tryhard. Okay, na dafür haben wir zwei Raptoren gekriegt, das ist doch auch schön. Du schenkst das Leben von Tryhard einfach so weg? Nein, wir hätten den noch gesucht, bestimmt. Vielleicht irgendwo. Aber. Ich hab. Da ist er. Ich hab'n. Er hat sich ganz toll zusammen festgebunden. Das ist fein. Das ist doch fein, das höre ich doch gerne. Gut, danke schön. Gerne. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich bin gleich wieder da, einen Augenblick. Gibt's wieder Kekse oder was anderes Leckeres? Warum soll ich ihm immer alles erzählen, weil er die ganze Zeit verwöhnt wird? Männlicher Raptor und das ist. Weiblicher Raptor. Ein
Okay, sieht aber bei beiden gut aus, was die Zähmung angeht. Okay. Diese beiden. Einer Titanbohr. Du hast einen Raptor gezähmt. Folgt Matze. Warum hatten der jetzt schon den Turm drin? Folgt Matze. Hatte fein gemacht, try hard. Wollte ich was Leckeres zu futtern. So, was Leckeres zu futtern. Wunderbar. Fein. Otto, was machst du denn die ganze Zeit? Immer dieses Abwesen sein bei ihm. So, Entschuldigung. Nein, abbrechen. Ah. Das ist übrigens Männchen und Weibchen, ne? Da haben wir gleich ein Pärchen geholt. Geil. Aber ich weiß nicht, warum der so komisch leuchtet hier. Entweder weil der so geil im Licht steht. Der leuchtet halt, der hat wie so. So, ich habe hier gerade das. Bist du männlich oder weiblich? Männlich. 37 okay. Level. Der andere ist 12er Level. Okay, warte, ich benenne den Fix mal. Den ja, ja. Ich hab's gar nicht übernommen. Ich dachte mir so, du kommst ja schon auf Ideen. Kann ja nur schlimmer werden. Schöne wieder. Du hast aber eine gute Verdauung, mein Kleiner. Die sind beide männlich. Was? Jetzt weiß ich, warum der eine so bunt schimmert. Warum? Beide männlich, bunt. Oh, der ist geil. Oder? Ja, geil meine ich damit nicht. Ich meinte eigentlich bloß, dass er cool ist. Was ja auch okay ist. Okay, wie nennen wir den? Hier fällt wieder ein bekloppter Name ein, keine Sorge. Buffy würde ich sagen, den hört man gerade gut. Der möchte, dass sein Vorschlag genutzt wird. Oh, oh! Nein, bitte nicht. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Sofort umbenennen. So, warte. Warte. Ach, Raporratte von Laborratte. Oh mein Gott. Ich brauche Fasern. Wofür? Fasernholz und ganz viel Leder. Du musst doch jetzt keine Sattel bauen. Das machen wir zu Hause. Okay. Lass die mitlaufen. Hier holen wir noch die Kiste hier unten. Dann gehen wir zu fünft weiter. Mhm.
Ohr. Heißt der Mensch denn irgendwie? Was? Was sagtest du? Rolle, guck mal. Ja, was denn? Ich sehe nicht, sie schaut gegen die Sonne. Meine Herde und ich. Deine Herde besteht aus zwei Leuten. Also du und zwei weitere. Da ist doch was, ey. Das. Ich schau mir das mal kurz an. Ich weiß nicht, ob ich sterbe. Keine Ahnung. Das ist eine Qualle? Oh, hier ist ein Haier. Oh, Scheiße. Warum? Ich wollte wissen, was das ist. Und? Weißt du, was es war? Soll ich dir sagen? Sag's ruhig. Gefährlich. Ja. Hätten wir mal ein Reservebett genommen, was wir da hingelegt hätten. Aber nein, Malz hat ja nicht dran gedacht. Du kannst dich doch zu mir teleportieren lassen. Ich bleib hier stehen. Nee, ich lande ja zwangsläufig bei dir. Problem ist, wie kommen wir an meine Rüssi ran? Na, da. Überleg dir mal was, Hase. Ey, ich hab dir vorhin auch bei deiner geholfen. Hi. Ja, wenn ich drauf gehe, passiert mir nichts. Ja, aber du kannst ja schon mal. Kannst du erstmal bitte hier rüber schwimmen, ja? Das ist ja Pillepalle. Dann gehst du hier auf den Stein drauf. Das ist auch Pillepalle. Dann kannst du immer noch mit den Bögen schießen. Du musst erstmal unsere Freunde dazu bringen, dass sie anhalten. Na, meiner ist auch nie mitgerannt, mein Raptor. Ja, weil ich den dann gehalten hatte. So, ich muss hier runtertauchen. Ach, guck mal, Quallen. Und was soll ich machen? Ich beschütze, wenn irgendwas ist. Da kommt eine Qualle. Kommen die mir nach? Ja. Oh, oh, aua, aua, ah. Ich komme nicht mehr weg, die lähmt den sofort. Keine Chance. Keine Chance, die lähmt dich sofort. Und die konntest du nicht beschießen? Nein. Sobald dann Wasser war, kamen die. Warte, ich kann die höchstens zu mir versuchen anzulocken und du, Oh, 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 oh. Nicht selbst. Hey, Rolle. Raus aus dem Wasser. Noch gar nicht da. Jetzt kreisen gerade zwei Haie. Warum bist du im Wasser? Ja, ich muss bis runter, aber die. Also, du schaffst es nicht, die Qualle anzuschießen? Achso, die kommen näher, oder? Ja, die kommen ran. Aber wie gesagt, sofern die angreifen, keine Chance. Die hauen ab. Ja, aber wie lange? Geh nicht tauchen. Ne, aber wenn ich auf die schieße, werden die herkommen. Meinst du? Also ein Bett haben wir noch. Also einmal kann ich es noch machen. Das kenn nix. Du musst überleben, Matze. Du musst leben. Mach ich. Kommen sie? Noch nicht. Das Problem ist...
den Haien hatte ich, wie gesagt, kein Problem. Es waren jetzt wirklich die. Ist es schon im Wasser? Ich bin neben dir, ja. Ich bin noch nicht reingegangen. Ach. Ich gerade überhaupt nichts sehe. Probier's. Die sind weg, die sind weg. Ich meine, siehst du ja, weil sie elektrisierend wirken. Und unter Wasser hast du automatisch irgendwie mehr Sicht, habe ich das Gefühl. Und wenn du jetzt dann auf dem Weg nach oben stoppst, respawnst du nicht sofort, bitte. Vielleicht kann ich dich dann noch retten. Hast du deine Sachen? Ja. Musst du erstmal dich finden, wo du bist. Komm einfach hoch, ich bin wieder am Wasser. Da bist du. Da kommt eine Haie. What the fuck? Megalodon. Okay, hab alles. Alter, warte. Hat's geklappt? Ja, ich hab alles. Geil. Okay, also meine Schuhe sind Schrott und meine... Eine Kopfbedeckung und die Schuhe sind bloß Schrott. Es hat alles funktioniert, alles wieder da. Geil. Wunderbar. Wo sind unsere Tiere da drüben? Wir müssen rüber. Okay? Bin schon da. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, es hat. Wie gesagt, diese Quallen, ich dachte mir so, was leuchtet denn da? Was ist denn das im Osten? Ja. Ist das eine Qualle? Bevor ich reagieren konnte, hatte die nicht nur Strom gesetzt. Ja, du konntest nicht mehr wegrennen, das ist das Problem. Ja, ja. Die hat dich geschockt, gefrostet. Was sagt denn deine Folgenlänge? Wie meinst du? Ja, wie lange deine Folge schon ist. Wir sind in der 5. Folge, mein Lieber. Nein, wie lange die noch dauert? Eine halbe Stunde. Okay. Warum? Vor Mittagspause. Hatte ich schon. Armbrutspause. Hatte ich schon. Ja, was dann? Warum fragst du? Ja, ich wäre ja aufs Klo gegangen. Aber meinst du schon eine Essenspause? Machst du dann eine halbe Stunde Essenspause? Ja, ich habe mir hier fix... Na, ist gut. Ich mach das. Aber du kannst doch jetzt aufs Klo gehen und wir warten hier einfach, wir Jungs. Okay, dann machen wir das so. Bis sofort wieder da einer und ich mach das Licht aus. Vor dem Strom. Bis gleich. Ich mach Licht dann, mir ist zu dunkel. Was noch braucht man für die? Okay. Mal kurz gucken. Das ist Jägersattel. Yoma-Sattel. Was war das für Sattel? Matze, raus aus dem Wasser! Jungs, raus aus dem Wasser! Matze! Matze, komm zurück! Und hol die ganzen Tiere raus! Ein Truden! Trudy! Freue mich, dass du genau rechtzeitig wieder da warst. Warum ist denn also hier schon wieder, ich hatte den einen doch gerade umgeschaltet, dass er wieder mir folgt. Nee, ich habe es gerade, ich lasse das doch erst auf der Post. Nee, weil wenn wir uns trennen, haben wir immer, hat jeder einen Schützer dabei sich. Alles gut. Okay. Das reine Weg dafür. Damit noch einer dabei ist. Mach den Dodo fertig! Mit der Fackel erstmal angezündet. Alter, bist du ein Vieh. Links zum Grün. Achtung, rechts kommt Besuch. Was denn? Alter.
Raphael hatte der Turno läuft rum und Raphael sofort drauf. Gut, ihr sollt jetzt aber hier nicht hinkillen. Den Raptor können wir jetzt, den Raptor können. Die Welt gehört uns. Diese Welt ist klein, so klein. Ja, da vorne ist wieder so ein kleines Arschloch. Entschuldigung. Wie ein kleiner Matze? Ein Spucker. Erst anzünden und dann wegfressen lassen. Fehlt uns ein Raptor? Nö, Rebecca ist bei mir und deine beiden sind bei dir. Alter. Da vorne ist ein Flieger. Ich glaube auch nicht, dass wir den im Dunkeln kriegen. Und am Boden ist schon. Warte, ich will das hier Turbosfälle ausrüsten, sonst ist der nicht so approved damit. Warte, dafür müssen aber die anderen jetzt erstmal alle ganz ruhig bleiben. Stell dir ein, dass die erstmal passiv sind. Herr T. Achso, Das ist? Pfeife. Pfeife passiv. Ich habe auf T und dann Pfeife passiv. Wo soll er hin? Ach, da fliegt er gerade. Wenn er landet, dann Feuer. Oh, schon da. Oh, das ging schnell. Oder? Ich tame. Ja, ja, mach. Also du willst Trimax abschneiden. Nahrung. Ich hab sonst nichts einstecken. Der ging ja wirklich flott runter. Trimax, trampel bitte nicht so. Hier probiert jemand gerade wach zu werden. Ich mach dir mal ein bisschen Licht. Ja, Kubären werden super. Die trampeln erstmal alle über den drüber, ne? Ja. Warum brauchst du Narkobären? Der ist doch komplett bewusstlos. Hier geht's zum Zemo Nahrungsinventar. Du musst ihm nur Nahrung geben. Ich finde das geil. Ja? Ich finde das cool, dass der beim Einmann das wirklich richtig. Du hörst die Einatmengeräusche, die Ausatmengeräusche und du siehst, wie er sich dazu bewegt. Der Brustkopf, wie das sich hebt. Und das ist perfekt. Ja, ob er auch perfekt passt. Der braucht nur ein Stück, bis der. Narkobären, fütterst du den halt nur, damit er bewusstlos bleibt? Ja, aber der ist ja noch voll bewusstlos. Der muss ja erstmal. Aber der ist noch nicht genügend gezähmt, oder? Was frisst denn der? Der frisst ganz normale Bären. Es sieht nicht so aus. Lege zur Nahrung steht ja noch da. Naja, er hat bei mir auch ein Stück gebaut, aber du siehst ja, dass der Bären braucht. Siehst du? Achso, du hast ihm das jetzt gegeben. Du darfst ihm das nicht geben. Ich bin halt nett. Raptor. Achtung! Achso, ihr seid ja passiv, ihr Pfeifen. Rolle. Ja, helf mir. Ich probier umzuschalten. Wo ist er denn? Aktuell gerade an mir. Happen. Cool. Wenn die jetzt wieder scharf schalten, greifen die an unseren Schlafenden an? Ich weiß es nicht. Wenn du die wieder scharf stellst, sind sie halt dann sofort auf aggressiv. Ja, aber die Frage ist, ob sie den angreifen, der hier am Boden liegt. Theoretisch nicht, nein. Können wir erstmal wieder scharf schalten. Komm, Raphael. Ist das neutral? Nee, aggressiv greifen sie ja alles an wahrscheinlich. Ja.
schalten wir auf neutral. Mann, der hat ja einen gesunden Schlaf, ja, aber frisst nicht. Warte. Ich gucke jetzt noch, dass der frisst. Also, notfalls gibt den Oma. Woher weißt du das denn? Weil der letzte das hatte. Sekunde. Ja, woher weißt du denn, dass der frisst? Googelst du nach oder was? Ja. Weil jetzt wird es mir selber. Jetzt frisst er. Ja, Fleisch. Fleisch. Und Fleischfresser. Dann krieg das Try zurück. Ah, mir fehlt Chitin für meine Rüstung, scheiße. Nee, so viel braucht er nicht. Komm mal mit, mein Kleiner. Komm gleich zurück. Da hinten rennt noch was rum. Was, optomäßiges, was Kleines. Oh, da ist noch was Kleines mit. Mit diesen ekelhaft leuchtenden Augen. Komm her. Scheiße, krass. Machen kalt. Tschüss. Mein Ziel angreifen muss ich machen. Aber wenn ich mein Ziel angreife, dann greift er es, dann macht er ihn platt. Wir hatten jetzt auch aufgefressen. Alles gut. So, Raphael, jetzt holen wir uns den Brontosaurus. Den Brontosaurus. Nein, das war ein Scherz. Ich wollte gerade sagen, ist eine mutige Idee, aber vielleicht nicht ganz so clever. Aber hier drunter sind drei Spucker. Unter dem Brontosaurus. Sobald die den Bronto mit erwischen, wird sich der Bronto auch dazu melden. Ach, das war deine Flasche. Ich dachte gerade, hier faucht mich was an. Das ist meine Flasche. So, hast du mehr? Wie geht's dir? 64%, der ist gut. Ihr habt nebenbei noch ein bisschen im Auge und füttert ihn ab und zu mit K.O.-Bären. Dass er schön weiter schläft. Raphael und Rebecca, das perfekte Team. Raptorratte. Achso, ihr zwei. Ja. Levelst du den noch ab und zu hoch oder lässt du den komplett ignoriert? Der wollte noch nicht gelevelt werden. Jetzt möchte er es aber. Du bist auch nö, möchte nicht. Welchen Raptor? Vorfahren anzeigen. Die Eltern. Du und ich. Ach, wenn wir die selbst noch Zucht haben, kann man das dann richtig nachzählen. Da kann man so einen Stammbaum kreieren. Von unserer kleinen Raptorenfarm. In unserem Fall wird der Stammbaum irgendwann ein Kreis. Weil wir so voll sind, aber neue dazu zu holen. Das ist Matze, spricht aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen im Saarland. Das hat er nicht gesagt. Doch. Stimmt. Also nachgucken auf twitch.tv/zockerbeiz oder twitch.tv/dinelle.lp oder youtube.com/zockerbeiz. Gibt nichts Geileres als ein Limo aus dem Kühlschrank. Matze, hier ist was zu jemand eingeschlafen. Matze, hier ist jemand eingeschlafen. Ja, nicht so viel. Dann haben wir eine schöne Schutzarmee, wenn wir unterwegs sind. Alter! Stell dir mal vor, wir gehen da rum und da kommt dieser Einhorn-Zweihorn-Dino.
Nee, der kommt nur zweimal, ich schwör's dir. Der kommt nur zweimal und ist er weg. So, können wir denn noch welche suchen? Ja, können wir erstmal warten, bis denn der Peter aufsteht. Das ist gut. Was, der Peter? Ja, der wird Peter nennen. Ich wollte schon immer auf meinem Vater rumfliegen. So, der Dilfo ist fertig. Der ging immer flott. Warte. Option. Warum ging der so flott und der braucht so ewig? Der schläft durch den Schlaf des Gerechten. Matze rennt irgendwo hin und hinter ihm so eine ganze Armee. Oh mein Gott, ey, die Sprüche werden immer schlimmer. Wieso? Welcher Name gefällt dir nicht? Die lobe ich mir. Sag mal, wenn du weiter schläfst, werde ich auch noch müde, Junge. Roll ist eingeschlafen. Aber das klingt nicht gut, das hätte der Asthma oder sowas. Da sollten wir auf seine Lunge aufpassen. Raucher. Nee, den, ich weiß, wie ich den nenne. Nicht Peter. Hahn. Nein. Ist männlich. Also. So, warte. Option. Namen ändern. So, Faceball mit 3, 2, 1. Sekunde noch, ich bin jetzt soweit. Boah, länger. So, nochmal. Faceball mit 3, 2, 1. Tschüss. So, warte, ich mach wieder auf alle Folgen und du holst dich deinen raus. Warum? Ich hab doch schon einen bei mir. Hast du schon? Ja, ne, lass dir, wer jetzt wen mit dabei hat, ist ja wurscht. Alter. Wie eine große, glückliche Familie. Ja, und ganz komische Fetische, wenn das so zu Verwandten sind, Alter. Wir haben die adoptiert. Unfreiwillig. Adoptiert. Da hinten habe ich, glaube ich, das erste Mal meine eine Unterkunft gebaut. Ich erinnere mich an den Wasserfall. Ohne mich? Damals war ich noch klein und mit jemand anderen zusammen. Mit jemand anderen zusammen? Holle. Können wir jetzt mit der Vergangenheit ruhen lassen und uns. Und ich dachte, ich sei dein Erster. Oh nein, Alter, das geht gleich so nach hinten los alles. Los, holt ihn euch! Alter! Einmal angepiekst, der Rest hat er die nur gemacht. Haben wir den Großen? Ja, der Große greift an. Aber der tut nichts, guck mal. Er schubst. Er schubst sie weg. Alter. Wo seid ihr denn, Jungs? Einfach den Dinos nach. Oh, hier sind quietscherote Elfchen. Ich würd's dir nicht empfehlen, Alter. Ich würd's dir nicht empfehlen. Hier läuft ein weiblicher Company mit rum und schaut komisch. Raptor-Ratte. Let's get ready for a rumble.
Halt, warte, da ist ein Flugvogel, warte. Da drüben sind Raptoren. Und Krokodile. Warte, wir kümmern uns um den Flugvogel. Da drüben, nee, da drüben ist ein Raptor. Ich würde erstmal den Raptor da probieren zählen zu wollen. Komm her, Raptoren greifen an. Bin down. Warte. Naja, ich werde jetzt. Ich warte, bis sie aufgeräumt haben, dann komme ich dazu. Was? Try Hard wurde von einem Diffo. Ja. Titanodon wurde gekillt. Raptorratte wurde gekillt. Raptorratte wurde gekillt. Was ist denn der Dimorphodon? Bist du noch vor Ort? Ja, ja. Raphael wurde gekillt. Okay, so viel zu unserer Freude. Dilosaurier wurde gekillt. Das seht ihr alle nur bei Matze. Dilo Bishmiau wurde gekillt. Matze, was mit dir? Matze versteckt sich hinter am Stein und ich trau mich nicht raus. Soll ich zu dir kommen? Kannst du die schubsen nur. Aber die Dimorphs haben wir noch gekillt. Ja, keine Ahnung warum. Warum sind die gekillt worden? Was ist der Dimorph Dingsabumsaurier? Wie gesagt, die schubsen nur. Das sind aber nicht die. Das sind die nicht. Ich will mir hier nur fix den Sattel mitnehmen, bitte. Danke. Die ganzen Dinos. Sind das die Dimorph? Das sind doch nicht die, das sind nur Prontos. Wollen wir mal am Pronto schießen? Alter. Rolle. Lass mich einfach mein Item, meine Inventar holen. Ich hab das Interesse an mir verloren, glaube ich. Arschgeigen, haben unsere ganze Herde getötet. Aber das können die nicht die gewesen, das waren nicht die Schubsenden. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Denn es ist so ein hässliches Vogelvieh. Guck mal, wie weit weg die sind. Ja, das Vogelvieh war das. Das war das Vogelvieh. Weil das passt nämlich auch mit Dimorphobie-Dingsterbums. Guck mal, was der hinten liegt. Wollen wir was probieren, Rolle? Können wir. Let's go. Schub mich doch nicht zu dem hin. Ey, das ist Terizinoso. Level 1. Ich habe die mehrere Betäubungsfälle reingejagt. Ah, ich bin auch tot. Fuck it. Lass dich wieder. So, wir hören auf. So ein bisschen demotiviert, ja. Soll ich mal Respawn zufälliger Ort machen? Nee, da komme ich ja dahinter. Ich muss ja dahin. Kombinum, was ist? Wir haben nichts mehr. Toll. Ja. Ich dachte, du hast schon respawned. Nein. Dann respawn mal bitte. Nee, respawn du doch. Du bist doch dann näher. Ich bin bei dir, ja. Und? Ja, dann sammel meine Sachen. Und dann respawn ich im Bett. Ich liege im Wasser. Ja, aber du meinst, ich komme da hin, wo dieser Piepmatzvogel rumrennt? Lass den doch erstmal weggehen. Die Idee ist, dass du den erstmal weggehen lässt und dann meine Sachen holst und dann respawn ich zu Hause bei mir im Bett. Traut es Heimglück allein. Wo sind denn deine Sachen? Das ist die Frage. Wo bist du gestorben? Im Wasser. Wo das Krokodil lag. Wo lag das Krokodil? Das lag auf der anderen Seite.
Ja. Ich sehe einen toten Fisch, aber ich sehe deinen Rucksack nicht. In der Regel liegt er noch an mir drin. Ja, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn hier mitnehmen. Das wäre super. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Ich warte. Ach, da hinten. Alter, wie viele Rucksäcke sind denn immer so? Durch unsere Raptoren. Nee, das sind die, die haben die ganzen Fische gekillt. Und die auch. Wenn du hast, sag Bescheid. Bis jetzt habe ich nur die Rucksäcke von den Fischen gefunden. Ja, die sind heutzutage auch immer mit Rucksack unterwegs. Haben eine Band Fisherman's Friend. Also ich weiß, was haben wir hier? Tryhard Inventar. Warst du bei Tryhard, wo du gestorben bist in der Höhe? Weiter den Flusslauf entlang. Aber wenn du Tryhard siehst, rechter Hand weiter den Flusslauf entlang. Da liegt unten ein Krokodil. Und im Fluss bist du gestorben. Im Wasser. Jetzt aber schon, es kann jetzt auch passieren, dass ich sterbe und dann machst du das. Ach ja. Fertig, respawn. Ich kann nicht mehr schwimmen, respawn. Was denn du jetzt respawnt? Am zufälligen Ort. Super, da wissen wir natürlich auch super toll, wie wir nach Hause kommen. Hier hoch einfach. Das ist der Ort vom Anfang. Dahinter. Hier nimm das Zeug, was ich hier hinschmeiße. Achtung, ach, fick da kommt. Dich. Ich wollte gerade sagen, Achtung, da kommt noch der Schwachsinn dazu. Warte mal, gib mir einfach die Sachen, die sortieren wir da aus. Ja. Gehen wir erst nach Hause und sortieren dann. Also Klamotten habe ich dir erstmal. Ah ne, ich kann nicht laufen. Klamotten hast du mir so halb gegeben. Ja, warte. Aber warum haben die auf einmal so. Warum sind die alle gestorben? Jetzt verstehe ich nicht. Ja, weil da muss ein starker Dino dabei gewesen sein. So, kann ich laufen? Ja, ich kann laufen. Ist noch auf der Anfangsinsel? Ja. Das ist der zufällige Ort, auf den du respawnst. Ja, zufällig. Also müsste doch hier irgendjemand so eine. Ach, guck mal, da ist eine Wasserkonstruktion. Die haben da so Wasser gefiltert. Oh, Scheiße, hier vorne ist schon wieder so ein nervender Dino. Also noch von den Kleinen. So. Er hat doch tatsächlich eher noch so eine Wasserkonstruktion gebaut. Das ist ja cool. Ach guck mal, da gibt auch wieder so jemand, das. Oh Gott, ey, wie es aussieht, einfach nur. Schön. Achtung, da ist so ein kleines Nervvieh bei dir. Rolle, bist du da? Aha. Ich fand den auch gut. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt zu Hause sind, machen wir erstmal mit der Session Arc Feierabend. Wir räumen dann erstmal das ganze Zeug hier auf. Das Zeug im Inventar des Arc Feierabend. Ja. Alter, diese Konstruktion hier. Toll, ne? Das muss ein Meisterbauer gewesen sein. Das war ein Maisbauer, aber das war's. Arsch. Ja, das hat mir jetzt gerade so ein kleiner Demotivationskick gegeben. Ja, mir auch. Aber ich muss danach nochmal nachgucken, wenn du das andere Spiel meinst, hinsichtlich
ob das wirklich das Update ist. Es gab ein Update, aber ob das das große ist, weiß ich nicht. Ich habe mich selbst getötet. Bitte was? Wie hat man das hingekriegt? Ich hab's einfach mal gemacht. Runtergefallen oder was? Nee, ich hab Chitin gesammeln wollen und dann, ja. Ja, erstmal sich wieder ausrüsten? Nö, erstmal Chitin sammeln. Wir haben ja kein Chitin zu Hause liegen. Naja, Chitin brauchen wir immer. Das ist richtig, wir brauchen alles immer. Und immer, immer mehr. Bin auch gleich zu Hause. Oh, da guckt lächelt mich noch jemand an. Guten Morgen, Bruno. Was ist hier bei dir, mein Junge? Mein Bubel. Naja, haben uns ja noch nicht alle verlassen. Mann, ich habe mich ja schon so gefreut, dass wir so eine große Herde hatten. Tja, die war schon weg, dass wir gucken konnten. Ja, so. Wir gewonnen so zu Ron. So. Ich schmeiß mal das ganze Rüstungszeug und sowas hier in. Ja, also alles, was Ausrüstung ist, hier rein. Nimmst du dir das raus, was du brauchst? Ach, der Schrank ist voll? Ja, ist klar. Ich mach den gerade schon leer mit. Ja, ist gut. So, das müsste ausrechnen. Hier noch. Das noch. Noch ein paar Pfeile. Ach. Okay. Da ist noch eine Wasserflasche drin, die müsstest du noch nehmen. Narkobären. Warum immer ich so viele Narkobären habe? Dein Oberteil ist wohl auch kaputt. Würde ich mal so sagen, ja. Gut, dann repariere ich hier die zwei gleich. Mach das. Wo mir exakt natürlich noch 11 Chitin fehlt. Das ist blöd, ne? Aber ich bin ja Gentleman-like. Rolle. Gibst du es mir zuerst? So nett. Ich hab's hingeschmissen, holst du gleich. Of course. Deine Handschuhe hab ich auch noch. Vielen Dank. So, wie sieht's im Inventar aus? Was brauche ich noch? Kann ich dir nicht sagen. So. Trinken. Schuhe, Hose. Ah, nee.
mein Schuh brauche ich nicht. Ich brauche mein Schild. Wo habe ich mein Schild? Ah, das liegt noch unten. Wenigstens habe ich Ingame-Board. Na, Real Life hast du nie abgesäbelt. Ja. War ja auch kein richtiger. Stimmt. Das war Albert schon. Der war genauso echt wie die Titten von Shirin David. Wieso kann ich denn hier das, den Wasserschlauch nicht auffüllen? Kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir letztens sagen, will ich aber auch nicht nachfragen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier wenigstens den Wasserschlauch auffüllen kann. Wenn ich schon trinken kann. So. So, ich habe alles raus. Ja, ich equip mich halt in der nächsten Folge nochmal komplett. Da habe ich jetzt auch kein Draht zu irgendwie. Alles. Ich bin nicht pisst, ich bin nur ein bisschen angekotzt.